Einen schönen guten Tag zusammen. So, heute kann ich euch nicht sagen, was ich mit euch koche, denn ich habe hier ganz viele Reste. Und zwar sind das alles Reste, die im Prinzip weg müssen. Das sind jetzt Bratwürstchen, Möhren, die haben auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Die müssen also wirklich definitiv weg. Dann habe ich noch einen Rest Sellerie, den Käse, etwas Kürbis. Dann habe ich hier die Bratwürste schon mal aus dem Darm rausgeholt, Zwiebeln und Knoblauch. Eventuell geben wir jetzt noch Erbsen dazu, Tomaten und Crème fraîche. Ja, ich lasse mich selber überraschen, wie das Rezept heißt. Ach ja, und ich habe noch Blätterteig. Lassen wir uns mal überraschen, was es wird. Ja, wie gesagt, ich habe ein grobes Rezept oder eine grobe Richtung. Also als erstes schon mal die harten Sachen zuerst rein. Das wäre jetzt die Knoblauchzehe. Dann habe ich jetzt hier wirklich ganz viele Zwiebeln. Gerade messen, wie viel es ist. Und gucken, wie viel es ist. 130. 174 Gramm. Da ich hier etwas faul bin in Schälen, das waren E-Bio-Möhren, sind erstmal 170 Gramm Zwiebeln. Dann kommen die Möhren noch dazu. So, mal gucken, wie viel wir da jetzt machen. Eigentlich müssten die alle weg. Also es ist immer spannend, wenn ich irgendwelche Reste wegkoche. Mein Mann fragt dann immer, wie heißt das Rezept? Und ich dann, keine Ahnung, gebe ihm einen Namen. Nee, also oft ist es ja wirklich so, dass man Sachen einkauft oder dass man Sachen zu Hause hat, die einfach irgendwann doch verarbeitet werden müssen. Okay, ich sag mal jetzt einfach, damit wir es besser nachhalten können, um die 220 Gramm Möhren. Dann habe ich hier noch Lauch. Da lege ich jetzt auch. Müssen ja auch eine Zeit lang hier rein. So. Die müssen dann einfach weg. Und aus dem Rest, was ich jetzt noch, der Rest Möhren, den ich jetzt noch habe, da werde ich auf jeden Fall auch noch einen Gemüsegrundstock noch mitkochen. Dann habe ich jetzt 70 Gramm Lauch waren das jetzt. Dann kommen jetzt noch so, ungefähr 50 Gramm, 60 Gramm. Sellerie. Das Ganze jetzt erstmal Stufe 5 zerkleinern. Ich würde jetzt ungefähr sagen, aus dem Bauch raus 4 bis 5 Sekunden. Würde erstmal reichen. Das Ganze lassen wir jetzt mal ein bisschen anschwitzen. Ich würde da jetzt sagen, nehmen wir mal 20 Gramm. 20 Gramm? Ja, nehmen wir mal 20 Gramm Öl dazu. So, 20 Gramm. Das lassen wir ein bisschen andünsten und in der Zeit kümmern wir uns dann um den Kürbis und auch um die Bratwürstchen. So. Es ist immer spannend. Ich weiß wirklich manchmal selber nicht, was es gibt. Aber ich denke, ausnahmsweise werde ich jetzt mal auch das jetzt mal filmen. Dass man auch sieht, man kann mit dem Thermomix natürlich auch Sachen machen, ja, die einfach weg müssen. Und das ist gerade Thema Nachhaltigkeit, ist jetzt in dieser Zeit besonders wichtig. Und das tut mir immer in der Seele weh, wenn ich irgendwas wegwerfen muss. Also ich ziehe die jetzt hier aus dem, sieht jetzt etwas unanständig aus, aber nützt ja nichts. Ich muss den Darm hier irgendwie rauskriegen. So. Ich glaube, aufschneiden würde auch noch gehen. Das ist auch wieder Matscherei. Weil die war nämlich jetzt auch im Angebot. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du irgendwas drauf. Aha, das geht auch. Aufschneiden und dann jetzt hier rauspellen. Was ihr mit der Bratwurst auch super gut machen könnt, ihr könnt diese Bratwurst in Soja einlegen. Ich zeige es mal gerade. Habe ich jetzt noch Soja da? Ich glaube schon. Ja. Ist ja bei mir immer spannend. Jetzt kriege ich mit den Fingern so mit auf. Gut mit Soja vermischen. So, das Ganze mischt ihr jetzt. Und das könnt ihr im Thermomix natürlich mischen. Dann habt ihr die Finger nicht so ganz beschmutzt. Aber gut, meine ist jetzt gerade in Nutzung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch noch Pfeffer, Salz und Paprika mit dazugeben. So, und jetzt kommt Folgendes. Jetzt nehmt ihr so ein kleines Stück Bratwurst, macht diese Bratwurstkügelchen
Und diese gewürzten Bratwurstkügelchen gebt ihr oben in den Varoma mit rein. Unten Reis, Kartoffeln oder Nudeln. Dazu die perfekte Soße, vielleicht noch ein bisschen Gemüse zwischendurch. Und ihr habt schon wieder ein fertiges Essen. Das sind diese kleinen Bratwurstbällchen. Und wie gesagt, wenn die in Soja eingelegt sind und noch was gewürzt sind, nehmen die auch eine schön dunkle Farbe an. Das heißt also, die sind etwas, ja, die sind ein bisschen ansehnlicher. Ich pull jetzt mit den Bratwürstchen, pull ich jetzt erstmal weiter und gucken, was wir sonst noch damit machen können. So, Tipp Nummer 2. Nachdem ich jetzt das Fleischwurstbrät oder Bratwurstbrät jetzt hier mit den Gewürzen ein bisschen gemischt habe, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Gemüse jetzt hier im Friend weiter zu garen. Seht ihr? Oh, schön. Und habe jetzt damit den Thermix hier wieder frei, um weiterzumachen. So. Ihr könnt ja hier mit dem Fingertipp könnt ihr hin und her switchen. Jedes Mal, wenn ihr das antippt, vergrößert sich das Feld und ihr könnt dann den entsprechenden Wert eingeben. Ihr könnt das mit dem Fingertipp machen oder ihr könnt das auch hier mit dem Wähler machen, dass ihr den Wähler drückt und springt somit bei den Feldern hin und her. Jetzt habt ihr aber noch eine Möglichkeit, dass ihr habt, wenn ihr jetzt mit dem Finger hier länger drauf haltet, schaltet sich alles wieder, resettet sich alles wieder, schaltet sich wieder alles auf Null. Länger drauf haben und auf Null. Das ist so für den kurzen Zwischenstand auf die Schnelle. Jetzt ist der schon fertig. Du machst jetzt Ruhe. So, jetzt kommt der Käse hier rein. Das ist so ein Hartkäse, so ein Schafskäse. Schaf und Ziege, glaube ich, gemischt. Das sind 70 Gramm. Ich werde aber für die Farbe etwas noch hier von dem Kürbis reingeben. Bestimmt cool. So, jetzt nehme ich den schon direkt. Dann gebt ihr das natürlich auf Turbo rein. Und wenn euer Käse noch etwas Farbe haben soll, dann könnt ihr auch gerne etwas Grünzeug noch reingeben. So ein bisschen Grün sieht auch ganz gut aus. Ist immer spannend bei mir. So, Kurzstufe 10. 2 Sekunden, Schluss. Dann erstmal gucken, wie sieht es aus. Aber ich denke mal jetzt die Mischung von dem Käse und dem Kürbis. Ja, ist doch schon ganz nett. So, sind, glaube ich, nach unten ist ein Stückchen Kürbis noch mit drin. Aber das geben wir jetzt hier rein zu dem Bratwurstbrät. So. Also je härter der Käse ist, wo habe ich jetzt den Spatel, der ist da auch irgendwo. Je härter der Käse ist, desto feiner könnt ihr den natürlich reiben. Je weicher der ist, desto schneller müsst ihr auch sein. Kurz nur Stufe 10 und sonst wird der sonst zu schmierig. Das wird auf jeden Fall jetzt hier wunderschön vermischt. So, und dann kommt gleich der Blätterteig zum Einsatz. Beziehungsweise, der wird jetzt nicht sauber gemacht. Jetzt geben wir hier etwas Tomatenmark rein. Und was könnte man noch reingeben? Crème fraîche. Crème fraîche ist auch immer gut. Tomatenmark und Crème fraîche. Und das wird nochmal gemischt. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, für die erste Ladung hier diese tolle Muffinform zu nutzen. Dann schneidet ihr einfach den Blätterteig in Streifen. So. Und könnt dann die kleinen Mulden füllen. Da habe ich jetzt das Gemüse, das wird gleich mit dem Hackfleisch auch vermischt, kommt hier oben drauf und als Abschluss noch mal etwas Käse noch oben drüber und dann kommt das Ganze in den Backofen. Das andere, weil ich habe ja so viel gemacht, das andere werde ich dann halt vom Apfelstrudel her so machen, dass ich den Blätterteig ganz lasse. So. Zeige ich euch aber auch gleich. So, jetzt habe ich die Mulden schon mal fertig. Boah, jetzt guckt mal, wie viel Menge. Das sind jetzt fast 2 Liter. Ist schon eine Wahnsinnsmenge. Ich habe jetzt hier einen halben Becher Crème fraîche noch mit dazu gegeben, damit es eine gewisse Cremigkeit hat. Dann auch noch Salz, Pfeffer, Paprika habe ich noch mit reingegeben. Also so eure Lieblingsgewürze. So, jetzt nehmt ihr einen Eisportionierer. Nehmt jetzt eine kleine Portion. So, und gibt das dann hier rein. So, dann habt ihr eine kleine Portion. Dann könnt ihr das ein bisschen umklappen. Ich habe jetzt ein bisschen gespart mit dem Blätterteig. Aber das dürfte eigentlich auch passen. Und somit füllt ihr jetzt alle kleinen 12 Mulden. Für den kleinen Effekt noch dazu, noch ein wenig Käse hier drüber reiben. Und oben schön. Ich bin mal gespannt, ob das schmeckt.
Sieht dafür aber gut, schon mal gut aus. Der Rest kommt jetzt hier rein. Mal gucken, wie viel Füllung ich jetzt hierfür brauche. Nicht zu viel. So, schön zusammen. Also höchstens bis dahin. So. Hier gebe ich auch noch etwas Käse drauf, damit es besser hält. Und roll das dann zusammen. Oben etwas mit Ei bestreichen und dann kommt es in die Auflaufform rein. So, hier noch einklappen, wenn es da reinpasst. So. Ich drehe die erstmal so ein bisschen, aber die sind eigentlich alle. Super Form, da lässt sich alles total klasse lösen. Seht ihr? Ohne diese ganzen Muffin-Tütchen und Täschchen und was man alles dafür hat, braucht ihr hierfür gar nicht. Jetzt noch Parmesan oben drüber, aber muss gar nicht sein. Und bei der Form, die braucht ihr jetzt im Prinzip jetzt nur ausputzen. Fertig, ohne viel Spülerei.